genauso wie ich die Anfangssequenz selber brauche, um mich zu sammeln, muss ich beim Gehen gucken, bin ich beim Gehen locker. Ja? Und dann baue ich das langsam auf. Aber heute kommt rückwärts gehen. Ich mache einmal diese Gesamtgeschichte vom Affen abwehren, mit dem Affen spielen, damit wir das einmal haben. Das Gehen machen wir oft. Das ist halt eine Grundlage. Auch die vier Schnappschüsse. Ich muss, mach die auch immer erst. Ne? Immer erst diese Einzelerinnerungsbilder. Ne? Im rechten Bein anfangen, locker, untere Hüfte nach vorne, aufgerichtet von selber, frei atmen und so weiter. Und mit dem anderen Fuß fühlen, breit der Schritt. Und dann einmal gewichten nach vorne, auch die Hüfte drehen nach vorne, da war nicht ausgestellt genug. Und hier auch entspannen. Also wir haben das mal als Yoga-Asanas gemacht. Ich mache das manchmal auch. Also ich kurzzeitig jetzt sogar wieder zurück mit der Hüftdrehung. Ich merke, hier ist der Boden extrem hubbelig. Ich kann nicht hundertprozentig, belasten den gesamten Fuß. Ein bisschen öffnen noch fürs neue Standbein. Komplett drehen, kurz gucken. Hüfte, alles richtig und mit dem Entspannen nachziehen. Andere Seite. Manchmal ist Seiten, sind beide Seiten verschieden elastisch am Tag. Ich weiß nicht, ob ich jetzt euch aus dem Bild renne, ich hoffe nicht. Okay. Boah, das scheint aber, bis auf hubbelige Erde, scheint das ganz okay zu sein. Ich drehe gleich. Ich sag mal drehen. Jetzt mache ich einmal kurz das Qi tragen, um meine Arme auch mal zu benutzen. Ja, um auch wieder entspannt, aufgerichtet, auch bei dem Gehen mit dem Armbewegung zu sein. Okay, also ich fühle mich einigermaßen entspannt dabei. Also selbst wenn ich jetzt für mich selber üben würde, würde ich das länger machen. Ne? Ich habe das jetzt nur so als Minimum für mich sammeln, locker werden, überprüfen, alles okay, stimmt die Richtung, die Intention. Ne? Also ich kann euch das nur empfehlen, wirklich diese Einzeldinger zu nehmen und die wirklich länger zu machen. Das Qi tragen, was ich eben zum Schluss gemacht habe, ist schon eine super Schleife. Kann man wirklich 10, 15 Minuten lang machen, um immer wieder zu sich zu kommen und zu entdecken, wie fühlt sich mein Körper dabei an und eben auch diese Übungseinstellung zu ändern. Anstatt sich fertig zu machen, wenn was nicht gut ist, sich quasi eher ein Lächeln zu entwickeln, auch wenn was nicht so toll ist, weil der nächste Moment ist neu, es kann eigentlich nur besser werden. Ja? Also wirklich diese Übungseinstellung, Spaß am Üben zu entwickeln, ist unglaublich wichtig, ja? Weil es trägt auch ins normale Leben weiter. Klappt bei mir auch nicht immer. Auch ich komme sogar ab und zu in Stress. Ich werde manchmal auch grummelig, aber ich bin der Meinung, ich kriege das immer öfter schneller mit, sodass ich mich wieder lösen kann. Aber ihr wollt den Affen abwehren sehen. Ja? Wir waren, ich muss gucken, ob ich noch bei euch sichtbar bin, sonst hat das ja keinen Sinn. Also wir waren bei der Pieper stehen geblieben. Haben wir jetzt auch 2 Monate lang gemacht.
Und dann gibt es ein Öffnen der Arme, mal komplett noch im Standbein. Ich mache das wirklich jetzt einmal durch. Kommt äußere Hand zum Ohr, währenddessen mache ich schon den Schritt nach hinten und dann die am Ohr pusht nach vorne und die andere stützt neben der Hüfte Handfläche nach oben, ihr seht das ja gleich. Die Handkante nach vorne, nicht die Handfläche, aber locker. Also Hüfte ist verdreht, Oberkörper ist trotzdem weitestgehend nach vorne. Dann öffne ich wieder. Zum Ohr, Schritt rückwärts. Den Fuß habe ich eben nachgedreht, was ja auch nach vorne zeigt. Nochmal öffnen. Zum Ohr und den Schritt. Push. Jetzt stehe ich quasi halb in der Kuhle. Also okay. Ist halt nicht wie in einem ebenerdigen Tai Chi Studio. Was ich mag. Ich mag das hier. Das ist das, was wir jetzt einen Monat lang machen. Aufbauen von unten. Aufbauen von unten. Ich mache danach dann nochmal in einer anderen Richtung, damit wir ein paar verschiedene Winkel haben. Aber einfach mal rückwärts zu gehen. Ich habe beim ersten Mal vor 2 Jahren oder so, habe ich dann YouTube-mäßig einen der letzte Ninja in Japan verlinkt. Er hat auch sowas gemacht. Muss halt erstmal testen. Ist es da stabil? Ist da irgendwas, was Geräusche macht, wenn ich mein Gewicht drauf tue? Und dann erst gewichten. Also dieses Rückwärtsgehen, fühlen. Ist das alles okay? Kann ja nichts sehen. Renne ich jetzt die Kraxe um? Ich weiß es nicht. Kann sie nur fühlen. Wenn ich dagegen renne. Also ich habe es jetzt gesehen. Aber dafür ist übrigens dieses Öffnen. Wir gucken nicht komplett nach hinten. Kommt nachher. Also dieses seitliche Gucken, dann hat man einen peripheren Blick und so und kann eben gucken, was da so los ist. Ganz zurück geht nicht. Aber durch dieses Links-Rechts hat man eigentlich schon einen ziemlich weiten Winkel nach hinten abgedeckt. Also mit den Armen zusammen. Mal andere Richtung zurückgehen. Auf die Hüftstellung achten, dass sie unten nach vorne ist, dann wird es auch stabiler. Weil so bei diesem Schritt zum Beispiel kann es sein, dass ihr die Hüfte nach unten, nach hinten macht. Dann müsst ihr beim Zurückkommen wieder die untere Hüfte nach vorne kommen lassen, um wieder stabil zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt draußen war. Das dazu. Also dieses Rückwärtsgehen in der Schleife. Ebenso, auch 15 Minuten, wie lange ihr euch das geben wollt. Am Anfang ist das gar nicht so einfach, aber macht Spaß dann, wenn man dieses Lernen mit dem inneren Lächeln entwickelt. Ansonsten ist es einfach langweilig, wann geht es weiter? Aber das habe ich jetzt auf so einer Fortbildung für nächstes Jahr Sport im Park auch gesagt. Da gab es so ein auf einem Blatt Papier, wie gehe ich mit Situationen um, und da war halt die Situation, dass jemand kommt und dann eben sagt, ich will jetzt die nächste Form, wann geht's denn weiter? Dann habe ich gesagt, ja, eine Reaktion wäre zu sagen, ja, du musst ja nicht hierher kommen, du kannst ja auch Zumba machen. Dann haben sie ein paar wirklich sichtlich zurückhalten müssen, sich nicht aufzuregen. Also mit Kursleiter, die halt andere Kurse machen, weil bei Sammlungen, das ist ja okay. Also wenn ihr immer neue Action haben wollt, dann, und eben die nicht innen drin findet, dann ist es doch legitim zu sagen, der Kurs ist anscheinend nichts für mich, ich möchte mehr Action. Dann geht zu einem Kurs mit mehr Action. Dürfte ich nicht sagen, wenn ich jetzt jeden bei mir behalten wollte. Aber das ist doch Quatsch. Wenn die Leute das gar nicht suchen, wenn die gar nicht entspannen wollen,
ist es. Also wenn ich zu einem Schwimmkurs gehe und halt Pferdereiten eigentlich erwarte, dann kann ich nicht den Schwimmkurs auf Pferdereiten anpassen. Kann ich probieren, aber das ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich bleibe eher beim Inhalt und jeder, der hierher kommt, auch wenn ihr Fragen habt, ich versuche mich an euch nicht anzubiedern, nein. Ich versuche das aufzunehmen, was ihr wirklich am Herzen habt an Fragen, wie ihr seid auf der Wiese. Das ist ja klar. Also ich schicke nicht jeden weg, einfach wenn er nur eine Frage stellt. Das ist ja dummes Zeug. Also so nicht. Sondern wenn ich merke, es ist grundsätzlich, suchen die Leute was anderes, dann kann ich denen doch nur empfehlen, eben ihrem Instinkt zu folgen und was anderes zu finden. Aber ihr seid dabei, also sucht ihr sowas, hoffe ich. Die beiden Armschnappschüsse. Ja, muss auch wieder nochmal von der Pieper. Wir können das ja mal vorne machen, so wie es geht. Ja, Pieper. Und dann öffnen. Ich beuge mich ein bisschen nach vorne. Ihr seht hier ungefähr, sind nicht mehr als 90 Grad. Ihr solltet, wenn ihr leicht zur Seite guckt, ja, so sieht es von oben aus. Ja, wenn ihr leicht zur Seite guckt, nur ein bisschen, dann solltet ihr den Arm noch sehen. Also nicht zu weit nach hinten. Ihr merkt das eigentlich auch in der Schulter, wenn das zu weit geöffnet ist. Okay. Und wenn ihr jetzt den Arm zum Ohr kommen lasst, dann könnt ihr gleichzeitig den Schritt nach hinten machen. Dann geht der Arm am Ohr nach vorne, macht diesen Push. Gleichzeitig sinkt die andere Hand nach unten. Und auch das Gewicht der Hüfte dreht nach hinten, ne, zu der Push-Hand. Und meistens muss man dann den Fuß auch noch nachjustieren, ne, dass der Schritt ein bisschen breiter wird. Dieses Rückwärtsgehen hat die Tendenz, sehr schmal zu werden. Wir möchten aber stabil bei jedem Schritt sein. Ne. Und öffnen wieder. Ein bisschen zur Seite nur und dann zum Ohr. Schritt zurück, Push, Hacken ein bisschen ausstellen am vorderen Fuß und so weiter. Das kann man dann auch als endlos Schleife machen. Also erst die Schnappschüsse einzuüben. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt 2 Monate dran. Das Wetter wird sich ändern. Ihr werdet euch ändern, ich werde mich ändern und so wie ihr das macht, das wird sich auch ändern. Und das mag ich. Das ist eigentlich der Grund, warum ich bei diesem Set von Übungen, die ihr auch auf der Internetseite findet, also 2, 3 gibt es mehr, die da draufstehen, die sind aber, die kommen dann halt ab und zu dazu. Aber das ist quasi relativ fest umrissen. Und dann Körperwahrnehmung und Entspannung ist das Ziel und da sollte man dann auch bei so einem Set bleiben, denke ich. Und nicht immer wieder sich mit neuen Formen ablenken. Ja, das war's. Heute sogar im Stehen Qi einsammeln. Ich gucke danach nochmal, ob ihr was geschrieben habt. Aber jetzt schließen wir diese halbe Stunde mit 3x Qi einsammeln ab.
Becky fürs Mitmachen. Wunderbar. Ich kann nur hoffen, dass es euch auch ein wenig Spaß macht. Bis dahin entwickelt das innere Lächeln. Wirklich. Ist wichtig.